Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Patrick aus dem Irrenhaus Let's Play. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch zeige, wo der MAN TGXXLX herkommt. Ja, hier dieser nette kleine Cayo Mercedes-Bus, wobei klein jetzt gerade sehr ironisch war. Und zwar gehen wir auf den LKW-Händler. Ihr seht noch, ich stehe übrigens hier an dieser blöden Sperre. Also, wenn wir da weiterfahren, dann lassen wir uns wieder in die Garage von Düsseldorf versetzen. Und zwar LKW-Händler Hannover war es nicht. Und zwar LKW-Händler Dortmund. Normalerweise ist der LKW-Händler ja in Nürnberg für MAN. Aber gut, okay, in dem Fall müssen wir das so machen. So, und dann zeige ich euch natürlich auch jede Variante, die ihr mit diesem LKW aufrüsten könnt. Zumindest wie mir das jetzt meine Prestige zulässt, aber ich glaube, ich sollte sowieso alles kriegen. In meinem Level. Und wir sehen schon und schauen ein paar fette Busse an, die teilweise sogar schon ineinander stehen. Ja, sehr tolle Ansicht. Auch das eine sehr tolle Ansicht. Also, wir sehen hier ist der XLX Ausführung ändern. So. Und zwar zeige ich euch, was wir hier alles machen können. Wieder weg. Ja, also wie man sieht, es ändert sich eigentlich kaum bis nichts. Ich nehme jetzt mal einfach den XXL Fahrwerk. Ja, natürlich schwachsinnig. Das geht nicht. 6x2, das würde gehen. Der auf eine zweite Achse gelenkt hin steht. Ja, jetzt haben wir die Interieurs. Das ist das Standard-Interieur. Das hatte ich nicht. Sieht zumindest sehr hell und sehr freundlich aus. Wir können natürlich auch Standard-UK nehmen. Nur, ja. Natürlich würde das UK hier nicht passen. Wir sind natürlich nicht in einem LKW, sondern in einem Bus. Darum gibt es das, was ich hier habe, und zwar ist das hier das Exklusive. Das beinhaltet das Navi hier vorne. Natürlich gibt es auch noch das Exklusiv UK, aber das passt natürlich wieder nicht zum Bus, weil wir fahren ja keine LKW, sondern einen Bus. Also bleiben wir beim Exklusiv. Da passt es hier nämlich auch. So, wir können natürlich eigene Farben auswählen. Allerdings diese Farbe hier für die Sitze, wie ihr seht, verändern wir nun die Sitze mit Gelb, Blau. Ich will natürlich den Crystal Weiß lassen, weil das natürlich am sinnvollsten ist. Oder zumindest eine helle Farbe wählen. Das ist eigentlich dann in der Farbe Crystal White, damit es auch die aussieht. Ne, der Bus hat standardmäßig Ausrüstmöglichkeiten. Lange auf den Bus aufsetzen.
schon teilweise sind die wirklich vorne im Ding drin. Ich hatte hier die Mirage drin, aber natürlich, naja, wenn man mit dem Bügel reden kann, ist das kein Problem. Ja. Radiant, Screamer, und 2, nochmal 1, Tone, nochmal Tone, Thunder, nochmal die andere Thunder und die Lumen. Natürlich nicht gerade so intelligent. So, hier vorne den Original Frontspiegel können wir natürlich dran machen. Hier, wir können natürlich auch die Spiegel ändern, aber natürlich wären am besten die lackierten, weil die fallen auch nicht auf. So, hier unten können wir natürlich auch noch Frontschutzbügel dran machen. Was aber nicht unbedingt zu diesem Bus passt. Mirage. Oh, auch doch, die Mirage sieht eigentlich ganz schick aus. Viking. Will Rider, Accent, Williard, Ranger, Wrestler, Vortex. Ich nehme jetzt mal die Wrestler, um wieder zu zeigen, was wir von Bad bauen können. Natürlich den Screamer, Mark 2, Mark 1 und ja, auch die Zone 2. Dann kommt noch die hier unten, dass man einen unteren Kühlergrillschutzbügel da anpappt. Ich hatte hier die Mirage da wieder. Aber man kann sich ja aussuchen, was man hier haben möchte. Allerdings der Bus hier, der bietet sich natürlich nicht gerade so zum Norden an. Ich habe auch gesehen, dass die Blinker sitzen. Am besten entweder was nicht Großes nehmen oder ein kleines, die Finger weglassen. Die Reifenwahl ist natürlich auch eine Sache. Ja, wir können natürlich einen Einradler nehmen. Sehe ich genauso. Beziehungsweise das zweite Rad liegt da gerade drunter, wie ich das sehe. Ne? Hier, da hängt das zweite Rad nicht gerade sinnvoll, also fahren wir damit besser nicht. Ne, ihr könnt natürlich auch Standard-LKW-Reifen nehmen. Also wie ich das gemacht habe, hier die roten Goodyear. Aber wir lassen jetzt mal der Standard-Reifen drauf. Natürlich aber auch hier hinten Reifen für. Die Hinterreifen funktionieren, also wenn die Vorderreifen nicht funktionieren, dann bringt das natürlich nichts. Hier die Sirius, die sind natürlich auch ganz gut, wobei ich ja natürlich passend bei mir die Hut hier drauf gezogen. Da vorne die Standard drauf, so müssen wir hier natürlich auch die Standard drauf. So, ja, dann haben wir auch gut schon alles durch. Also viel zu modden geht hier aus nicht. Wir gehen noch in den Innenraum. Um noch mal zu gucken, ob es hier irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ja, natürlich die Spiegel. Ihr seht, die anderen machen keinen Sinn. Die anderen Spiegel. Außer die hier schon vorhanden zu nehmen. Was wir hier nämlich machen können, ist den Seitenspiegel dran klatschen. Aber ihr habt ja bei mir im Let's Play gesehen, das bringt nicht viel. Und besser weglassen. Was man von hier drin jetzt aus ändern kann, das ist natürlich auch. Und die Schürze, also von hier nochmal. Schürze anbringt. Zum Beispiel die Dragonfly. Von außen hat die aber anscheinend keinen Einfluss. Die hat tatsächlich nur von drin. Scheibenwischer. Das heißt, ist es ungefähr hier.
ist hier, wo das Ro steht. Dann könnt ihr euch vorstellen, warum ich immer so Probleme habe mit dem zu fahren. Das ist ja praktisch mitten im Bus drin. Also wenn das hier nichts bringt, dann kann man das auch gleich weglassen. Dieser Zusatzspiegel, der bringt natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal so, nicht viel. Sieht auf jeden Fall unschön aus. Ja, ansonsten haben wir jetzt alles. Wenn ich den jetzt so kaufen würde, wie er hier steht, würde er 218 Euro kosten. So, dann habe ich euch das auch gezeigt. Gut. Finde ich gut. Alles klar. Das wollte ich euch noch gezeigt haben. Ansonsten gibt es ja nicht mehr viel, was man so noch machen kann. Es gibt auch keine Aufrüstteile im Moment. Hat ja auch eh alles keinen Sinn, den irgendwie aufzumodden, weil wenn er einmal gemoddet ist, habt ihr ja gesehen, funktioniert nichts mehr. Also, von daher warte ich jetzt noch die Umfrage ab, ob ihr noch irgendeine Stadt mit dem Bus angefahren haben wollt. Ansonsten bedanke ich mich für diesen Mod und lasst euch dann überraschen, was der nächste Mod ist, obwohl ihr das eigentlich aus dem ersten Video sehen könntet. Und zum zweiten ist da noch eine kleine Überraschung mit bei. Also, freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, euer Patrick. Achso, schaut euch die Outtakes an. Die waren, naja, interessant. Einen wunderschönen guten Abend, hier ist wieder euer Patrick aus dem Irrenhaus Let's Play. Und zwar, sorry, dass ich gerade nochmal mit dem Mikro wuschel, das war mir gerade ein bisschen zu locker. Und vor allem viel zu hoch. So, jetzt dürfte es etwas besser sein. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Ja, einen wunderschönen guten Abend, hier ist euer Patrick aus dem Irrenhaus Let's Play. Ja, ich hatte euch versprochen, dass ich nochmal zeige, woher ich diesen Booster bekomme. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Darum gucken wir mal kurz in die E-Mails. Ich brauche nochmal gerade. Selber nochmal gucken. Ich meine, dass wir den Scania. War das Scania? Ich muss jetzt selber gucken. Wir gucken jetzt einfach mal durch. Scania. Nein, hier war es nicht. Hier war es, glaube ich, überhaupt nicht. Ich glaube, sonst hätte er das schon hier gezeigt. Ja. Okay, das wird also ein kleines Pech und Pan-Let's Play. Dann fahren wir als nächstes nach Volvo. Kann ich schon einen Online-Kauf machen? Tatsächlich. Cool, ich kann schon einen Online-Kauf machen. Dann machen wir das anders. Dann gucken wir mal eben schnell online. Nein. Da war es aber auch nicht. War, glaube ich, ein. MAN?
Ich habe noch nie mit online gekauft, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay, immerhin war's. Ja, dann würde ich sagen, take die dritte.